Willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen zum Osterspecial. Schön, dass ihr da seid. Verbrechen schläft nicht, auch nicht an Ostern. Das beweisen auch diese vier von mir ausgewählten Verbrechen aus drei Jahrzehnten und zwei Jahrhunderten, die jeweils an Ostern oder um Ostern herum begangen wurden und sich auch dieses Jahr erneut jähren. London 1888. Whitechapel im Londoner East End war um die Jahrhundertwende herum ein heruntergekommenes Armenviertel mit hoher Kriminalitätsrate. Gewalt war an der Tagesordnung. Rau ging es zu in den Straßen, die dreckig, stinkend und dicht besiedelt waren. Die Geburtenrate war hier überdurchschnittlich hoch, aber ebenso hoch war auch die Sterberate, verglichen mit dem übrigen London. Die Menschen, die dort lebten, erlitten unter den katastrophalen sanitären Einrichtungen, dem beengten Wohnraum und den Gefahren, die auf den Straßen von Whitechapel lauerten. Einige dieser Gefahren richteten sich speziell gegen Frauen. Viele Frauen, Verheiratete und Unverheiratete, sahen sich aus wirtschaftlicher Not heraus gezwungen, ihr Geld auf der Straße zu verdienen. Manche hauptberuflich, manche gelegentlich. Ab 1888 jedoch wurde das ohnehin schon gefährliche Leben dieser Frauen noch gefährlicher. Der Tod lauerte dort draußen. 3 Jahre lang hielt eine Reihe bösartiger Angriffe auf Frauen die ganze Gegend in Atem. Der Mord an Emma Smith ging als erster der sogenannten Whitechapel-Morde in die Geschichte ein. 11 bis heute ungeklärte Frauenmorde, die zwischen April 1888 und Februar 1891 in Whitechapel begangen wurden. Emma Smith war das erste Mordopfer. Für sie wurde die Whitechapel-Mordakte angelegt. 5 dieser 11 ungeklärten Frauenmorde werden heute unbestritten Jack the Ripper zugeschrieben. Bei den anderen ist man sich nicht sicher. Und Emma Smith war eines der anderen Opfer. Im Großen und Ganzen war sich die Polizei aber sicher, dass Emma Smith kein Opfer von Jack the Ripper geworden war, sondern Opfer von einem oder mehreren anderen Tätern. Emma Smith war eine 45-jährige alleinstehende Frau, von der sehr wenig bekannt ist. Selbst ihre engsten Freunde wussten nur wenig über sie. Das Einzige, was man über sie weiß, ist, dass sie über 10 Jahre zuvor ihren Ehemann verlassen und alle Brücken zu ihrer Vergangenheit hinter sich abgerissen hatte. Einige, die ihr nahestanden, behaupteten, sie hätte etwas an sich gehabt, was auf eine Vergangenheit mit mehr Annehmlichkeiten und Privilegien hindeutete. Ihre Sprache soll kultiviert gewesen sein, viel vornehmer, als man es in Whitechapel gewohnt war. Falls es so war, so hielt sie sich über ein solches früheres Leben bedeckt. Hier in Whitechapel ging es ums Überleben. Jeden Tag. 1888 verdiente Emma Smith ihren Lebensunterhalt als Prostituierte. Am 3. April, Dienstag nach Ostern, lief sie in den frühen Morgenstunden die Whitechapel Road entlang. Als sie in die Osborne Street einbog, bemerkte sie, dass sie verfolgt wird. Sie lief schneller, aber es nützte nichts. Kurz vor der Kreuzung Wentworth Street und Brick Lane wurde sie eingeholt und überfallen. Sie wurde geschlagen, vergewaltigt, ihrer wenigen Münzen beraubt und mit einem stumpfen Gegenstand so penetriert, dass ihr Bauchfell einriss. Schwer verletzt schleppte sie sich zurück zu ihrer Unterkunft. Ihre Vermieterin und eine andere Frau, die dort auch ein Zimmer gemietet hatte, brachten sie sofort ins Krankenhaus. Sie konnte ihnen noch mitteilen, dass sie von 2 oder 3 Männern angegriffen wurde, von denen einer ein Teenager gewesen sein soll. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass ihre Verletzungen tödlich waren. Sie fiel ins Koma und verstarb am nächsten Morgen, den 4. April 1888, um 9 Uhr, Mittwoch nach Ostern.
Da Emma Smith keine Beschreibung ihrer Angreifer mehr abgeben konnte, war es für die Polizei natürlich schwer, diese ausfindig zu machen. Angeblich sollen keine Mühen und Anstrengungen gescheut worden sein, sie dennoch zu finden. Hunderte Menschen wurden befragt, zahlreiche Aussagen aufgenommen, jeder Stein soll umgedreht worden sein. Es gab keine Zeugen. Niemand meldete sich oder stellte sich. Die Akte Whitechapel-Mord wurde angelegt. Sie sollte bald in Whitechapel-Morde umbenannt werden, die am Ende 11 Morde in 3 Jahren an Frauen in Whitechapel beinhalten sollten, die trotz aller Bemühungen von Detective Inspector Edmund Reed und Inspector Frederick Eberlein von Scotland Yard nie aufgeklärt werden konnten. Chicago 1911. Im Jahr 1911 war Chicago eine expandierende Stadt mit einer schnell wachsenden Bevölkerung von damals etwa 2,2 Millionen Menschen. Die Stadt war zu dieser Zeit ein wichtiger Industriestandort, der durch die Eisenbahn, den Schiffsverkehr und das aufkommende Automobil geprägt war. Die Menschen arbeiteten hart in den Fabriken und Werften der Stadt und ihre Schichten waren nicht selten 10 bis 12 Stunden lang. Es gab noch keine Arbeitsgesetze, von daher waren die Arbeitsbedingungen oft miserabel und der Lohn niedrig. Viele berühmte Mobster und Mafia-Bosse waren in dieser Zeit in Chicago aktiv und kontrollierten das Verbrechen der Stadt in Sachen Prostitution, Glücksspiel und Schutzgelderpressung. Und die Stadt hatte dementsprechend auch einen Ruf für organisiertes Verbrechen und politische Korruption. Morde und Entführungen waren nicht gerade selten in Chicago, als die Entführung und Ermordung von Elsie Parubeck stattfand. Aber dieser traurige Fall führte zu Ermittlungen in 3 Bundesstaaten und versetzte die Presse wie auch die Bevölkerung von ganz Chicago damals in hellste Aufregung und Bestürzung. Elsie Parubeck, die eigentlich Eliska hieß, war die Tochter tschechischer Einwanderer. Ihre Mutter hieß Karolina Wojciechowa und ihr Vater František Parubeck. Sie heirateten 1892 und wanderten in die USA aus. Dort traten sie aus der katholischen Kirche aus und in die Freidenkerkirche ein. Aus diesem Grunde ließen sie ihre Kinder weder taufen noch ins Geburtenregister eintragen. So ist auch von Elsie kein genaues Geburtsdatum bekannt. Es wird angenommen, dass sie entweder 1907 oder 1908 geboren wurde und sehr viele Geschwister hatte, von denen aber einige sehr früh verstarben. Elsie soll das jüngste Kind gewesen sein und zum Zeitpunkt ihres Todes 4 Jahre alt. Die Parubecks hatten viele Verwandte, die ebenfalls nach Chicago ausgewandert waren. Und am Vormittag des 8. April 1911, es war Samstag, genau eine Woche vor Ostern, verließ Elsie ihr Elternhaus, um ihre Tante zu besuchen, die Schwester ihrer Mutter, die gleich um die Ecke wohnte. Sie sollte nie wieder zurückkehren. Auf dem kurzen Weg zu ihrer Tante traf sie auf ihre 9-jährige Cousine Josie und ein paar andere Kinder, die gerade begeistert einem Leierkastenmann bzw. einem Drehorgelspieler zuschauten. Als der Leierkastenmann zur nächsten Ecke weitergeht, folgten ihm alle Kinder zunächst, aber während Elsie bei dem Straßenmusikanten stehen bleibt, gehen die anderen Kinder schon kurze Zeit später wieder weiter. Nur Elsie bleibt zurück. Das war das letzte Mal, dass sie jemand sah. Ein paar Stunden später kommt Elsies Mutter bei ihrer Schwester vorbei, um zu schauen, wo Elsie bleibt, und erfährt, dass Elsie nie bei ihrer Tante angekommen ist. Zunächst gehen beide Frauen davon aus, dass Elsie wahrscheinlich zu anderen Verwandten in der Nachbarschaft gegangen ist, und suchen sie dort. Als ihr Vater gegen 21 Uhr am Abend zurückkehrte und Elsie immer noch nicht wieder aufgetaucht war, gingen sie aufs Äußerste beunruhigt zur nahegelegenen Polizeiwache in der Hinman Street und meldeten Elsie als vermisst.
Damit begann eine wochenlange Fahndung und Suche nach dem kleinen Mädchen, die niemanden in Chicago und schon bald weit über Chicago hinaus unberührt ließ. Und einherging mit einer Menge Spekulationen, Anschuldigungen, Gerüchten und Vorurteilen. Schnell wurden Zigeuner verdächtigt, die kleine Elsie entführt zu haben, und viele Meldungen gingen ein über Zigeuner, die Kinder bei sich hätten, die irgendwie so aussahen, als würden sie nicht zu ihnen gehören. Durchsuchungen und Razzien wurden in allen Zigeunerlagern der Gegend durchgeführt, aber Elsie wurde nicht gefunden. Stigmatisierung, Diffamierung und Belästigung wurden so unerträglich, dass die Zigeuner immer wieder mit ihren Wagen weiterzogen. Man könnte sagen, man hat sie regelrecht vertrieben. Ständig wurde ein kleines Mädchen, das so aussah wie Elsie, bei ihnen gesichtet und betäubt gewirkt haben. Manche berichteten der Polizei, sie hätten ein solches Mädchen gesehen, wie es fliehen wollte, und so weiter und so weiter. Jedes Mal wurde diesen Meldungen nachgegangen und jedes Mal stellte sich heraus, dass es alles kleine Zigeunermädchen waren und keine Elsie. Eine zweite beliebte Theorie war, dass Großstadtgangster hinter der Entführung steckten, die vielleicht Lösegeld fordern würden. Eine solche Lösegeldforderung kam aber nie. Trotzdem bot Elsies Vater František sein gesamtes Erspartes als Belohnung an für jeden, der ihnen ihre kleine Tochter wieder nach Hause bringen würde. Alles, was er hatte, waren 50 Dollar, was heute einem Betrag von etwa 1600 Dollar entspricht, beziehungsweise etwa 1500 Euro. Titelseiten mit dem Foto der kleinen Elsie wurden wochenlang gedruckt, die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Kleine Kinder wurden beobachtet, wie sie nach Elsie gruben und in jedes Loch schauten. Abwasserkanäle wurden durchsucht, mehrmals. Man begann damit, nicht mehr nach einer lebenden Elsie zu suchen, sondern nach ihrer Leiche. Und alle leeren Gebäude, Scheunen, Schuppen, Aufzüge, Auffangbecken und Keller in oder in der Nähe der South Albany Avenue, wo Elsie zuletzt lebend gesehen wurde, wurden untersucht. Die Chicago Daily News schrieb über die Suche nach dem kleinen Mädchen von einer der umfangreichsten und weitreichendsten Suchen, die jemals für ein vermisstes Kind durchgeführt wurde. Alle Bemühungen blieben aber erfolglos. František Paroubek konsultierte sogar einen Hellseher, der ihm mitteilte, dass Elsie in Wisconsin sei. Die Suche umfasste am Ende drei Bundesstaaten: Illinois, Wisconsin und Minnesota. Hunderte Freiwillige beteiligten sich daran, auch die tschechische Gemeinde in Chicago. Und es wurde ein offizieller Belohnungsfonds eingerichtet, in den viele Menschen einzahlten und der am Ende sogar nach heutiger Umrechnung mehrere tausend Dollar enthielt. Aber auch wenn die Unterstützung, Hilfe und Aufmerksamkeit enorm waren in dieser Zeit, konnten sich auch in diesem Fall die schlechten Menschen nicht zurückhalten und schickten den verzweifelten und am Boden zerstörten Eltern böse Briefe, verleumderische und beleidigende Briefe. Man unterstellte nun den Eltern, Elsie misshandelt zu haben und behauptete, sie würde sich verstecken oder würde versteckt werden, um Elsie vor ihren Eltern zu schützen. Ja, es wurde diesen Anschuldigungen sogar nachgegangen und man durchforstete die Vergangenheit der Familie, um herauszufinden, ob an diesen Anschuldigungen irgendetwas dran sei. Oder ob es in ihrer Vergangenheit irgendetwas gegeben hatte, was den Hass auf die Familie ausgelöst haben könnte und so stark wurde, dass man ihr Kind entführt. Es wurde nichts gefunden. All das Hoffen und Bangen dauerte fast auf den Tag genau einen Monat. Und wenn es noch eine letzte kleine Hoffnung gegeben hatte, so wurde sie am 9. Mai 1911 jäh zerstört. Ungefähr 50 Autominuten von Chicago entfernt entdeckten Angestellte eines nahegelegenen Kraftwerks in Joliet in einem Kanal die Leiche des kleinen Mädchens. Man ging davon aus, dass sie seit ungefähr einem Monat im Wasser gelegen haben musste. Man fand kein Wasser in ihren Lungen. Sie war also nicht ertrunken. Die gerichtsmedizinische Untersuchung brachte zutage, dass sie missbraucht worden war und erstickt. Möglicherweise, indem ihr eine Hand auf den Mund gelegt worden war, um ihre Schreie zu unterdrücken.
Man fand auch tiefe Schnittwunden auf der linken Seite ihres Gesichts und blaue Flecken an ihrem Hals. Aber wie gesagt, man war sich sicher, dass sie nicht erdrosselt, sondern erstickt worden war. Ein Inspektor sagte wörtlich, sie wurde auf die teuflischste Weise missbraucht. Er ging davon aus, dass der oder die Täter in der Nachbarschaft oder näheren Umgebung der Parobecks zu suchen seien und es ihn wundern würde, wenn man den oder die Mörder nicht innerhalb einer Woche fassen würde. Was nicht geschah. Was niemals geschah. Die Polizei verfolgte zahlreiche Spuren, aber alle erwiesen sich am Ende als fruchtlos und so wurde das Verbrechen an Elsie Parobeck kalt und blieb ungeklärt. Bis heute. Wieder sammelten Freiwillige, Freunde und Verwandte, sogar Politiker, für die Parobecks Geld. Diesmal nicht, um Elsie zu finden, sondern um sie zu beerdigen. Ihre Beerdigung fand am Freitag, dem 12. Mai 1911, um 10 Uhr statt. Und es sollen 2000 bis 3000 Menschen gekommen sein, um das kleine Mädchen zu Grabe zu tragen. Manche Quellen berichteten sogar von 5000 Menschen. Es war Vollmond und sehr emotional. Auf ihrem Grabstein steht: Hier ruht Eliska Parubek, ein tragisches Opfer der Sicherheit und der menschlichen Triebe Chicagos. Gestorben mit 4 Jahren im Jahre 1911. London, 1915. Im Laufe der Jahrzehnte wurden in der Londoner U-Bahn eine Reihe von Anschlägen und Morden verübt. Ein besonders grausamer ereignete sich im April 1915, als ein 7-jähriges Mädchen namens Margaret Nelly in der Damentoilette der U-Bahn-Station Aldersgate, die später in Barbican umbenannt wurde, tot und schrecklich zugerichtet aufgefunden wurde. Margaret Nelly, die von allen nur Maggie genannt wurde, feierte am 3. April 1915 ihren siebten Geburtstag. Einen Tag später, Ostersonntag, besuchte sie ihre 5-jährige Freundin Alice, die etwa 1,5 Kilometer entfernt wohnte. In derselben Straße wie Alice wohnte zufällig auch Maggies Großvater. Aber an diesem Tag wollte sie zu Alice. Sie spielten ein bisschen und klimperten auf dem Klavier herum. Alices Mutter hatte Kopfschmerzen und als es ihr zu laut wurde, gab sie den beiden Mädchen ein bisschen Geld und schickte sie fort, um Süßigkeiten zu kaufen. Was sie natürlich gerne taten. Margaret Nelly und Freundin Alice gingen daraufhin in den Süßwarenladen am Ende der Straße. Allerdings kam nur Alice gegen 20 Uhr mit einem halben Penny wieder zurück. Als ihre Mutter sie fragte, wo Margaret sei, antwortete sie, dass sie nach Hause gegangen sei. Man ging jedoch davon aus, dass damit ihr Großvater gemeint war, der nur ein paar Häuser weiter wohnte. Etwa eine Stunde später tauchte Margarets Vater auf und fragte, wo denn seine Tochter wäre. Und erst jetzt bemerkte man, dass Maggie verschwunden war. Die letzte Person, die Maggie gesehen hatte, war die kleine 5-jährige Alice. Sie sagte, dass da ein alter Mann gewesen war und Maggie mit ihm fortgegangen sei. Um etwa 23.53 Uhr machte ein Bahnmitarbeiter in der U-Bahn-Station Aldersgate seinen Rundgang und entdeckte die Leiche des kleinen Mädchens in der Damentoilette. Sie war nackt und in ihrem Mund steckte ein Stück ihrer Unterwäsche. Als man sie fand, war ihr Körper noch warm. Später ging man davon aus, dass sie gegen 22 Uhr getötet worden sein musste und dass sie an dem Stoff in ihrem Mund erstickt war. Sie soll schrecklich misshandelt worden sein. Nach diesem grausigen Fund meldeten sich einige Leute, die behaupteten, die Kleine in Begleitung eines angetrunkenen Mannes um die 30 gesehen zu haben. Ein Busfahrer sagte, die beiden wären in seinem Bus gefahren. Oft fiel die Bemerkung, dass das Mädchen so ausgesehen hätte, als wolle sie nicht bei diesem Mann sein.
Seltsamerweise ging nicht einer dieser Menschen seinen Wahrnehmungen nach. Vielleicht hätte dieses kleine Mädchen gerettet werden können. Die Suche nach der Person, die Maggie das angetan hatte, verlief im Sande. Der Mann, mit dem sie gesehen worden war, konnte nicht ausfindig gemacht werden. Dieser geheimnisvolle Mann wurde als mittelgroß, mit frischem Teint, glatt rasiert und mit dunklem Haar beschrieben, und man ging jeder Spur und jedem Hinweis nach. Aber der Mörder konnte nicht gefunden werden. Der Fall kam zum Stillstand. Fast ein Jahr später, im März 1916, wurde der Polizei von Manchester ein Mann im Zusammenhang mit diesem Mord übergeben, aber auch dieser Mann war nicht ihr Täter. Der Mord an Margaret Nelly ist bis heute ungeklärt. New York, 1937. Es war am 28. März 1937, als Joseph Gideon mit einem Strauß weißer Lilien in der East 50th Street Nummer 216 in New York auftauchte. Ostersonntag. Joseph Gideon war seit einigen Jahren von seiner Frau Mary getrennt, wurde aber von ihr zum Osteressen mit der Familie eingeladen. Als er an diesem Wohnhaus ankam, drückte er auf den Klingelknopf, um nach oben gelassen zu werden. Doch er erhielt keine Antwort. Kurze Zeit später trafen auch seine Tochter Ethel und ihr Ehemann Joseph Kuttner ein. Sie klingelten erneut und erhielten wieder keine Antwort. Daraufhin suchten sie den Hausverwalter auf und gingen nach oben in den vierten Stock. Zu ihrer Überraschung war die Wohnungstür nur angelehnt. Auf den ersten Blick schien alles in Ordnung zu sein. Im Wohnzimmer, im Bad und in der Küche war niemand zu sehen. Als Joseph Gideon zum Schlafzimmer seiner Frau ging, war es ebenfalls leer. Mrs. Gideon vermietete zwei ihrer Schlafzimmer an Untermieter, also überprüften sie zuerst das Zimmer eines professionellen Fotomodells namens Lucy Blanco. Als Mr. Gideon die Tür öffnete, entdeckte er in diesem Zimmer die nackte Leiche seiner 20-jährigen Tochter Veronica, die alle nur Ronnie nannten. Sie war erwürgt worden. Dann gingen sie zum letzten Schlafzimmer, das an einen 35-jährigen Mann namens Frank Burns untervermietet worden war. Auch er war tot. Auf ihn war 11-mal eingestochen worden. Seine Frau Mary war immer noch nirgends zu sehen. Erst als sie dem Winseln ihres Hundes nachgingen, der sich unter dem Bett seines Frauchens verkrochen hatte, fanden sie sie. Auch sie war tot und lag unter ihrem eigenen Bett. Auch die 54-Jährige war erwürgt worden. In der Wohnung lagen drei Leichen: Mary Gideon, ihre Tochter Veronica und der Untermieter Frank Burns. Wahrscheinlich würden vier Leichen dort liegen, wenn die andere Untermieterin Lucy Blanco nicht übers Osterwochenende verreist gewesen wäre. Veronica hatte einige blaue Flecken an ihrem Hals und Lockenwickler in den Haaren. Die restlichen Lockenwickler lagen auf dem Waschbecken im Badezimmer. Ihr Kleid und ihre Unterwäsche lagen auf einem Wäschekorb, und in dem Wäschekorb lagen ihr Pelzmantel und ihre Brieftasche. Es gab keine Anzeichen für einen Raubüberfall oder einen Kampf. Eine Nachbarin sagte, sie habe gegen 1 Uhr morgens einen Schrei gehört, woraus die Polizei schloss, dass dies der Zeitpunkt war, zu dem die Mutter getötet wurde. Danach, so war sich die Polizei schnell sicher, ging der Täter in das Schlafzimmer von Frank Burns und stieß ihm ein dünnes, scharfes Instrument, eventuell ein Eispickel, durch das Ohr in sein Gehirn. Dieses Tatwerkzeug wurde nie gefunden. Das Tragische daran war, dass Frank Burns taub gewesen war. Er hatte aus genau diesem Grund erst kurze Zeit vorher seinen Job als Kellner verloren. Das hieß auch, dass er den Mord an seiner Vermieterin gar nicht mitbekommen hatte und der Angriff für ihn völlig überraschend gekommen sein musste, wahrscheinlich während er schlief.
Dann muss der Mörder in der Wohnung gewartet haben, dass Veronica nach Hause kam, um auch sie zu ermorden und dann zu verschwinden. Das Hauptziel, so war sich die Polizei schnell sicher, ist die 20-jährige Veronica Gideon gewesen. Aber warum? Veronica Gideon war eine junge, schöne Frau und verdiente sich ihren Lebensunterhalt als Fotomodell, auch für Magazine, die viele damals als anrüchig betrachteten. Ihr Vater sagte später über sie, sie sei ein wildes Mädchen gewesen, ungestüm, undiszipliniert und wenig gehorsam. Ihr Lebensstil und wie sie ihr Geld verdiente, stieß in der Gesellschaft auf Ablehnung, was ihren Tod nur umso spektakulärer machte. Sie hatte einen Verlobten, aber in der Nacht der Morde war sie mit einem anderen Mann unterwegs und kehrte Berichten zufolge gegen 3 Uhr früh betrunken in die Wohnung in der East 50th Street zurück. Ihre Modelarbeit und ihr Liebesleben wurden nach Hinweisen durchsucht. Sogar Seiten ihres Tagebuchs wurden in den Zeitungen abgedruckt. Bald schon gab man Veronica selbst die Schuld an ihrem frühen und tragischen Ende. Wahrscheinlich hat sich Veronica einfach mit zu vielen Männern abgegeben. Anständigen Mädchen passiert so etwas nicht. Leider war die Wahrheit eine ganz andere. Denn Veronica war überhaupt nicht das Ziel des Mörders. Ja, eigentlich war sie nur ein Kollateralschaden. Denn der Mörder hatte es eigentlich auf ihre Schwester Ethel abgesehen, in die er absolut vernarrt gewesen war und mit der er in seiner Fantasiewelt zusammengehörte. Am 7. April 1937, also etwa 10 Tage nach den Morden, gab die Polizei den Namen des Mörders bekannt. Sein Name war Robert Irwin und er war ein Bildhauer, der in psychiatrischen Anstalten ein- und ausgegangen war. Die Polizei dachte, es wäre ein Kinderspiel, ihn zu fassen. Aber es sollte 3 Jahre dauern, bis sie den 29-Jährigen endlich zu fassen bekamen. Sie verfolgten ihn durch mehrere Bundesstaaten und als er begriff, dass seine Tage in Freiheit gezählt sind, rief er bei der Chicago Tribune an und bot an, sich zu stellen. Aber man hielt ihn für einen Spinner und lehnte ab. Daraufhin wandte er sich an den Herald and Examiner, die sich bereit erklärte, ihm im Austausch für seine Geschichte Bargeld zu zahlen. Die Zeitung veröffentlichte sein umfassendes Geständnis mit allen schockierenden Details des Verbrechens. Ein paar Tage später stellte er sich dem Cook County Sheriff in Chicago und wurde nach New York zurückgeflogen. Im Jahr 1932 brauchte er eine Unterkunft und wurde von einem Freund in einer Pension untergebracht, die Mrs. Gideon gehörte. Als Untermieter sah er dort zum ersten Mal die Frau seiner Träume, Ethel. Er war wie besessen von ihr, aber sie hatte nicht das geringste Interesse. Danach verbrachte er fast 3 Jahre in einer psychiatrischen Anstalt, aber in dieser Zeit verschlimmerte sich sein geistiger Zustand immer mehr. Robert Irwin war davon überzeugt, dass er auf einer spirituell höheren Ebene leben und sein wahres künstlerisches Potenzial nur dann völlig ausschöpfen könnte, wenn es ihm gelinge, die obsessiven Gedanken an Ethel aus seinem Kopf zu vertreiben. Zunächst war er entschlossen, sich selbst zu entmannen. Dann kam ihm der Gedanke, Ethel einfach umzubringen. Und deshalb tauchte er an diesem Abend in der Wohnung der Gideons auf. Zunächst war niemand zu Hause. Als Frau Gideon schließlich eintraf, bat sie Irwin, den sie ja kannte, mit dem Hund spazieren zu gehen, was er gerne tat. Aus diesem Grunde hatte auch niemand in dieser Nacht den Hund bellen gehört, denn er bellte nicht. Er bellte nämlich nur Fremde an. Nach dem Hundespaziergang unterhielt er sich noch eine Weile mit Mrs. Gideon und lernte auch den Untermieter Frank Burns kennen. Er wollte auf Ethel warten und fragte Mrs. Gideon immer penetranter über sie aus. Mary Gideon wurde immer unwohler zumute und bat ihn daraufhin zu gehen. Aber er weigerte sich. Ein Streit brach aus. Dann packte er sie an der Kehle und würgte sie so lange, bis sie sich nicht mehr rührte. Dann zog er sie aus und legte ihren toten Körper unter ihr Bett. Dann kam Veronica nach Hause.
verbrachte eine Ewigkeit im Badezimmer und als sie herauskam, schlug er ihr sofort auf den Kopf, brachte sie in ihr Schlafzimmer, vergewaltigte sie und erwürgte dann auch sie. Erst danach brachte er auch den anderen Mitbewohner um, der von all dem absolut nichts mitbekommen hatte, mit einem Eispickel, den er für Ethel mitgebracht hatte. Danach wusch er sich ausgiebig und durchsuchte die Wohnung nach Gegenständen, die ihn an Ethel erinnern würden. Das war die Geschichte. Er wurde des Mordes ersten Grades angeklagt, für zurechnungsfähig erklärt und bekam eine Haftstrafe von 139 Jahren. Nach 38 Jahren in einer Anstalt für kriminelle Geisteskranke starb Irwin 1975 im Alter von 67 Jahren an Krebs. Danke fürs Zuhören. Schöne Ostern euch allen.